Dieses Ding hat keinerlei Probleme mit der Produktion. Ein U-Boot will sich hier unten schon wieder an meinen Schiffen vergreifen. Aber Halkaugen kennt da kein Pardon und schießt ihn in Stücke. Wir können ja trotzdem mal versuchen, hier kurz Hightech-Waffen einzukaufen. Wenn ich nicht glaube, dass wir die bekommen. Sechs, Warnung. Neun. Produktion gestoppt. Wie viele brauchen wir eigentlich? 10 wahrscheinlich. Ach, Moment, hier. 15. Ein U-Boot sollte da reichen. Der produziert im Ding tatsächlich Schiffe nach. Na komm, wenn er hier oben in der Ecke ist, dann werden wir die Schiffe mal abfangen. Zack. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Die haben ein sehr seltsames Patrouillenmuster. Bla 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 bla. Komm, nun gib mir doch meine letzten. Oder bist du, produzierst du gar nichts mehr? Arbeitest du auf 24%, ja. Gut, kaufen wir halt Mikrochips nochmal ein. An sie erinnere ich mich. Derzeit ist Farbe eine Bedrohung. Speichern das Spiel. Aber nur wegen diesem Computervirus. Seine vollständige Zerstörung wäre der schlimmste Rückschlag in der Geschichte von SAAT. Wenn es eine Chance gäbe, seine wichtigsten Systemkomponenten zu retten und ihn zu reaktivieren, ich würde es sofort tun. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So, schnell die beiden Schiffe mal entsorgt. Und da ist gleich ein neuer Kahn. Ich glaub's ja nicht. Nee. Unsere Schiffe sollten hier oben in Sicherheit sein. Ich möchte in meiner Arche auch Kohl bauen. Wie kann ich helfen? Verzeihen Sie, wenn ich kurz angeboten bin, aber die... Der wehrt sich mal wieder nicht gegen den... gegen das U-Boot. Wow, das war mal knapp. Produktion gestoppt. Ich muss quasi überall gleichzeitig sein, wenn ich die Firma an der Spitze halten will. Endlich. So. Rein damit.
Wir werden mit auf unsere Forschungsinsel. Und endlich ein U-Boot gebaut. Das ist doch auch mal ein geradezu glorreicher Moment. Moment, ich möchte die beiden U-Boote eben kalt stellen. Spiel gespeichert. Müssen die denn so riesige Kreise ziehen? Hallo? Fahrzeug fertiggestellt. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Sehr gut. Das klappt hier alles gerade wunderbar. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Wo habe ich jetzt eigentlich mein U-Boot hin verfrachtet? Da. Irgendwo hier war... Genau, da. Aha. Achtung! Produktionsstillstand. Es ist mir wirklich gerade wurscht, was nicht mehr produziert wird. Und auch, dass meine Bevölkerung, wie es aussieht, gerade zum Teil notversorgt wird. Wenn ich sehe, was an Fertiggerichten gekauft wird. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Was sind das denn für komische Gebäude? Info-Hive. Wo kann ich den Dreck jetzt bergen? Es hat keiner meiner Schiffe. Entsprechend kann ich das auch schlecht nach da unten bringen. Spiel, was willst du gerade von mir? Das ist ein einfaches Gezeitenkraftwerk. Nichts Besonderes. Haben wir schon gesehen. Info-Hive, das kann nicht relevant sein. Wie auch immer er hier U-Boote produziert.
Ach so, ohne von Father Scanner-Einheiten entdeckt zu werden. Okay. Ich werde das hier nicht mehr zeigen können. Weil Father Scanner-Einheiten haben uns definitiv entdeckt. Das ist mir aber auch, um ehrlich zu sein, vollkommen wurscht. Ich hätte es jetzt gerne zeigen wollen, aber Spiel gespeichert. Es ist mir nicht wichtig genug, um Warnung. Deswegen jetzt nochmal das Spiel quasi komplett von vorne zu starten. Registriere die Aktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole, Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Lärm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So, die eine Lufteinheit greift da den Kolossus an und macht die eventuell Probleme. Ist. Wir sollten Vater aber vorher tot kriegen. Und jetzt möchte ich mal sehen, ob ein Bug, der mir von einem Kumpel, über den von mir von einem Kumpel berichtet wurde, tatsächlich noch im Spiel ist. Und der sieht einfach so aus, dass man kurzerhand, wenn man auf Beschleunigung geht, aber nicht besiegen könnte, wenn man auf schnell vor Spulen ist, während man ihn besiegt. Diagnose. Aber ich kriege die Endsequenz. Mission erfüllt. Was haben Sie getan? Ausfallen aller relevanten Systeme. Ich registriere eine extreme Überbrückung der Notfallprotokolle. Deaktivierung meiner Kernsysteme in 3, 2, 1. Das ist nicht. Das ist das endgültige Aus. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste von Anfang an, dass Sie am besten für diesen Job geeignet sind. Eben ein echter Gewinn für die Firma. Dann sind wir uns ja endlich einmal einig, was? Offenbar braucht es einen gemeinsamen Feind, damit Global Trust, Eden Initiative. Mir gefällt dieser Überblick über meine kleinen Städtchen. Das ist dein Verdienst. Ich glaube, du hast gerade die Welt gerettet. Nun, das war's dann also. Father ist Geschichte. Zumindest diese Version seiner KI. Aber SAAT wird diesen Computervirus analysieren und unschädlich machen. Und eines Tages vielleicht. Ich habe schon vor ein paar Missionen gesagt, dass das wahrscheinlich ein sehr blöder Gedanke ist. Puh. Ich weiß es nicht, Nehmen wir mal Tech. Da kriegen wir sonst nämlich am wenigsten. Oder eher später im Spiel, möglich, glaube ich. Und damit haben wir endlich das Tutorial, Kampagne geschafft. Die Kampagne geschafft. Ich weiß, es hat wirklich ein bisschen gedauert, dass ich das mal jetzt hinter mich gebracht habe. Aber es ist absolviert. Und wir haben fast genau eine Stunde für diese zweite Session gebraucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eventuell mache ich später noch ein paar der Szenarien. Aber bis auf erste war es das mit 2170. Vielleicht kommt zwischenzeitlich erstmal ein anderes Spiel. Mal sehen. Man sieht sich die Tage. Bis denn.